So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Teil von unserer Unity-Spieleserie. Heute machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit Waffen. Bis jetzt können wir uns hier nur hin und her bewegen. Und genau, dann fangen wir jetzt einfach gleich an. Also erstmal machen wir uns eine neue Scripting Weapon. Und dann brauchen wir noch eine zweite, die nennen wir Projectile. Und das wird dann so aufgebaut sein, dass wir zum Beispiel jetzt hier irgendwie hier und da und vielleicht noch da vorne oder so Waffen haben wollen. Und dann wollen wir sagen, die können irgendwas schießen und was sie dann schießen, sind diese Projectiles. Genau. Dann überlegen wir uns erstmal, was unsere Waffe alles braucht. Unsere Waffe braucht eine Fire Rate, unsere Waffe braucht Damage, unsere Waffe braucht ein Projektil, das es schießt. Genau, das war's vielleicht fürs erste erstmal. Dann brauchen wir irgendwie sowas wie ein Boolean, der sagt, ob wir überhaupt schießen können. Also wenn wir schießen und dann möchten wir jetzt sagen, unser Gewehr oder was auch immer schießt irgendwie einmal jede Sekunde, dann müssen wir verhindern, dass wir mehrmals pro Sekunde schießen können. Deswegen sagen wir jetzt hier mal irgendwie can shoot oder sowas. Und dann machen wir uns mal eine Fire-Funktion, die dann letztendlich schießen soll. Und da können wir dann jetzt hier gleich am Anfang mal abfangen, ob wir überhaupt schießen können. Und wenn wir schießen können, wollen wir sagen, dass dieses Can Shoot hier false ist und dann müssen wir ja zeitbedingt quasi das wieder anschalten. Dafür eignen sich iEnumerator sehr, weil man da halt Zeit, ah, jetzt habe ich verschrieben, Sachen über Zeit machen kann. Und das nennen wir dann irgendwie mal. Mir fällt nichts ein. Reload oder was auch immer. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und da sagen wir dann einfach nur, dass wir so lange warten wollen, wie unsere Fire Rate ist. Also, wenn wir hier irgendwie 0,1 eingeben, dann sagen wir, wir können 10 mal die Sekunde schießen. Und wenn das fertig ist, dann können wir hier, Quatsch, unser Can-Shoot wieder auf True setzen. Genau. Falls wir dann hier schießen können, müssen wir unsere Coroutine starten. Und dann können wir eigentlich mal mit unserem Projektil weitermachen. Unser Projektil hat ähnliche Variablen. Wir brauchen wieder Damage. Und dann brauchen wir eine Referenz auf unser Rigid Body 2D. Das machen wir private. Das können wir uns dann hier gleich am Anfang auch holen. Und dann machen wir uns noch eine Public irgendwie Shoot Projectile Funktion oder Fire Projectile. Was der Sinn davon ist, erkläre ich gleich. Hier geben wir dann einen Vektor an. Direction und dann können ja auch noch Power angeben. Also das kann man natürlich auch direkt über den Vektor regeln, dass man sagt, wenn ich irgendwie mit 5 nach oben schieße, macht man halt 0,5. Aber wir machen dann mal 0,1 für unsere Richtung und das wird dann einfach multipliziert. Also machen wir hier Add Force. Das ist dann Direction mal Power. Viel mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Dann können wir hier wieder zurück zu unserer Waffe gehen. Das hier, unser Projectile hier drüben, ist ja eigentlich ein Prefab, deswegen müssen wir uns dann mal dieses eigentliche Projektil, das dann geschossen wird, holen. Das müssen wir zuerst mal instantiaten. Und, also wie schon gesagt, diese Waffenscript hier kommt dann halt auf die einzelnen Waffen, die an unserem Schiff sind. Das heißt, wir können das Projektil einfach genau da instanziieren, wo dieses Game Object gerade ist. Und Rotation ist am Anfang erstmal egal, weil wir mit einem Vektor sagen, wo lang wir schießen wollen. Wir sagen nicht, wir wollen irgendwelche Local Transforms oder sowas nehmen. Deswegen lassen wir das jetzt hier erstmal auf Identity. Jetzt ändern wir den Damage hier auf den von unserer Waffe. Und wieso ich das jetzt hier mit dieser Funktion gemacht habe, zum Beispiel,
Wir instanzieren ja hier unser Projektil und dann könnten wir ja eigentlich den Teil hier auch in unsere Start tun. Das ist aber wichtig, wenn man zum Beispiel was passieren kann, ist, das wird jetzt in unserem Spiel nicht der Fall sein, aber für andere Spiele vielleicht. Zum Beispiel, wenn ein Gegner direkt auf unserer Waffe drauf ist, dann würden wir starten und dann würde bevor, also wenn wir, das müssten wir dann hier auch noch machen, wir müssten den Collider auf unserem Projektil vorher ausschalten und dann erst, wenn wir Fire Projectile machen, müssten wir den wieder anmachen. Der Grund dafür ist es, dass sonst das Projektil erstellt wird und sofort kollidiert, bevor wir irgendwie den Schaden oder sowas setzen. Dann macht das halt einfach kein Damage. Deswegen setzen wir quasi erst alle Werte von unserem Projektil und danach sagen wir Fire Projectile und dann wird der Collider angemacht und dann wird Kraft auch drauf angesetzt. Wie schon gesagt, das wird hier nicht passieren, aber das im Hinterkopf behalten, falls hier irgendwie, falls euch solche Sachen passieren. Genau. Ja, dann können wir hier eigentlich unsere Funktion aufrufen und unser Vektor, wir wollen gerade nach oben schießen für unser erstes Projektil mal. Und vielleicht mit, keine Ahnung, da muss man ein bisschen rumprobieren, machen wir 50. Und das ist eigentlich, glaube ich, alles, was wir erstmal brauchen. Jetzt können wir hier sagen, bei unserem Spieler brauchen wir dann, beziehungsweise bei unserem Entity, weil Gegner können ja auch Waffen haben, brauchen wir irgendwie ein Array von Waffen. Das setzen wir dann über den Inspektor und dann sagen wir, das machen wir wieder protected, weil das soll nur der NPC und der Spieler ausführen können. Später unterteilen wir das dann vielleicht irgendwie in Waffengruppen oder sowas, wenn wir sagen, dass wir irgendwie auf einer Taste das und das verwenden wollen und auf einer anderen Taste das. Aber am Anfang machen wir einfach mal alle. Genau, dann sagen wir vielleicht mal für den Anfang, dass wir irgendwie auf der Leertaste schießen oder sowas. Genau. Oder wir können hier eigentlich auch GetKey verwenden. Dann würden wir quasi die ganze Zeit versuchen anzugreifen, aber das würde dann blockieren, weil wir ja hier in unserer Waffe auf Can Shoot überprüfen. Und dann halt über unsere Fire-Rate nachladen müssen. Die müssen, dürfen wir dann natürlich nicht vergessen, die zu setzen. Dann können wir hier mal zurückgehen an unser Spiel, warten, bis das kompiliert. Und dann können wir uns hier mal, das ist einfach so ein kleines Alpha-Particle, das ich kurz in Photoshop gemacht habe. Also das könnt ihr aussehen lassen, wie ihr wollt, oder euch irgendwelche vom Internet holen. Und das braucht jetzt mal ein Rigid Body 2D. Dann braucht das ein Projectile-Script. Und hier müssen wir erstmal nichts setzen. Das speichern wir uns als Prefab, vielleicht in den richtigen Ordner. Genau. So, dann können wir uns jetzt hier mal. Das hier ist dann unsere erste Waffe, die setzen wir vielleicht mal hier drauf. Und ziehen unsere Weapon-Script drauf. Das. Heute bin ich nicht sehr gut im Zielen. So. Und sagen, dass wir hier unser Projektil haben wollen. Dann sagen wir vielleicht Fire Rate irgendwie. Wir können am Anfang mal zweimal pro Sekunde schießen. Das bringt 10 Damage. Das macht natürlich im Moment noch nichts, weil wir noch nicht irgendwie auf Kollision prüfen oder irgendwelche Gegner haben oder sowas. Aber vielleicht machen wir uns hier mal zwei Waffen. Und dann müssen wir natürlich noch bei unserem Spieler auch sagen, dass wir diese Waffen hier wirklich haben. Genau, dann können wir eigentlich mal gucken, was hier passiert. Ob was passiert. Es passiert nichts und der Grund dafür ist, dass unser Can Shoot hier am Anfang natürlich nicht auf True gesetzt ist. Das heißt, das hier kann nie ausgeführt werden, wir können auch nie nachladen. Deswegen müssen wir das hier am Anfang auf True setzen. So, jetzt muss man mal gucken, was hier passiert ist. Der meint, er hat kein Rigid Body.
ist interessant, das können wir mal hier mit Awake, es kann sein, dass das andere davor ausgeführt wird. Ja, also der Grund, warum das gerade nicht funktioniert hat, ist, dass anscheinend, also das müsstet ihr nachlesen, das weiß ich selber nicht genau. Also aber was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass die, es gibt ja noch die Awake-Funktion, das habe ich glaube ich in irgendeinem Video schon mal angesprochen. Und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der diese Funktionen ausgeführt werden und Awake kommt nochmal vor Start. Und es kann sein, dass Start erst auf der nächsten Frame ausgeführt wird und da wir ja bei unserem Spieler, wo sind wir denn hier? Da wir ja unsere, ach hier haben wir unsere Schussfunktion, da wir ja unser Projektil erstellen und dann sofort schießen, kann es sein, dass das hier noch in derselben Frame passiert, aber dann in der nächsten erst unser Rigid Body gesetzt wird. Das heißt, wir können entweder das in Awake schreiben oder wir sagen vor unserem Projektil, dass wir hier sagen, falls unser Rigid Body, na gut, falls unser Rigid Body nicht gesetzt ist, dann wollen wir es setzen. Wir können das hier oben einfach kopieren. Also wie rum, das macht das egal, das hier müsste auch funktionieren. Ja, also wie ihr seht, geht das. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Wie schon gesagt, einfach kurz auf der Unity-Dokumentation gucken. Da steht, in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht in Videos eingestellt, vorgestellt. Es gibt auch noch einen Script-Execution-Order. Falls ihr kompliziertere Sachen irgendwann mal machen müsst. Und also meistens sollte man das vermeiden, aber wenn ihr wirklich sagen wollt, irgendein Script soll wirklich vor einer anderen ausgeführt werden, dann könnt ihr bei dem Script-Execution-Order einstellen, welches Script genau vor welcher ausgeführt werden soll, beziehungsweise starten soll. Spreche vielleicht nochmal ein Video an, aber ansonsten könnt ihr das einfach erstmal durchlesen. Aber was wir hier mal wieder zurück zu unserem Projekt, was wir jetzt gemacht haben, ist, also wir haben jetzt hier ein, sag ich mal, sehr modulares Waffensystem, also hier ist relativ wenig gehardcoded. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier noch eine Waffe machen, die können wir hier irgendwie vorne drauf tun und noch eine und die können dahin und noch eine, die können dahin. Wenn wir zu faul sind, jetzt zum Beispiel sagen wir, wir wollen irgendwie voll die krassen Schiffe haben und die haben super viele Waffen und dann sind wir zu faul, das hier immer reinzuziehen, können wir einfach sagen, wenn das hier startet, gehen wir einmal durch alle unsere, also alle Kinder von unserem Transform. Dann machen wir uns eine Liste hier raus, weil wir wissen ja jetzt im Vornhinein nicht, wie groß, also wie viele Waffen wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr Listen solltet ihr aus C-Sharp kennen oder aus ganz vielen, fast allen Programmiersprachen gibt es Listen. In C-Sharp sind die unter System Collections Generic. Und Listen funktionieren ähnlich wie Arrays. Nur kann man die größeren, also funktionieren anders, aber das ist nicht Teil von diesem Video. Das könnt ihr dann bei der C-Sharp-Serie nachgucken oder auf den Microsoft-Seiten. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier mal eine Liste von Waffen. Und dann sagen wir einfach, falls irgendein Kind eine Waffe hat, also beziehungsweise falls das Kind, bei dem wir gerade sind, eine Waffenkomponente hat, das heißt, es ist eine Waffe, dann wollen wir es unserer Liste hinzufügen. So. Und jetzt müssen wir das hier gar nicht mehr ersetzen. Und das wird dann einfach automatisch geschehen. Das können wir uns hier nochmal angucken, wenn wir hier mal 0 reinschreiben. Unser Spiel starten, beziehungsweise wir haben einen Fehler. Anzahl heißt Count bei Listen und nicht Length. So, und jetzt seht ihr, dass das hier automatisch gefüllt wird. Und jetzt können wir hier mit unseren ganzen Waffen schießen. Jetzt können wir natürlich hier auch nochmal sagen, wir wollen irgendwie Fire Rate auf 0,1 oder was auch immer. Dann schießen wir wesentlich schneller und ich kann hier auch die Leertaste runterhalten und dann könnten wir natürlich, was auch sehr praktisch ist, dass wir es ein bisschen einfacher gestalten können, wir können hier sagen, geben wir unserer Waffe noch eine Velocity-Variable und die bestimmt dann, wie schnell unser Projektil fliegt, damit wir hier noch ein bisschen unterschiedliche Sachen machen können. Und eine wichtige Sache noch ist, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, unsere Szene wird halt super geklattert, wenn wir schießen und unsere Schüsse werden nie zerstört. Das heißt, wir geben unserem Projectile noch irgendwie einen Death Timer und dann fehlen wir einfach ganz am Anfang
Destroy aus auf das Game Object mit unserem Death Timer. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Destroy standardmäßig, wenn ihr das Game Object hier reinschreibt, zerstört es einfach sofort euer Game Object. Wenn ihr dahinter könnt ihr noch einen Float angeben, dann wird es nach diesem Zeit, also nach dieser Zeit zerstört. Das heißt, wir können jetzt hier bei unserem Shot, wenn das kompiliert, können wir hier irgendwie 10 eingeben. Jetzt wird einfach nach 10 Sekunden wird unsere Kugel zerstört und dann ist sie hoffentlich aus dem Bildschirm raus und kann sowieso nichts mehr treffen. Was man auch noch machen könnte, ist, dass hier ist unsere Kamera, was quasi unser Spielfeld ist. Und dann könnten wir hier irgendwie einen Collider hinsetzen oder einen Trigger, der das dann zerstört. Werden wir vielleicht später sogar machen müssen, weil wir unsere Gegner hier oben irgendwo spawnen und sonst könnte man ja Gegner treffen, die gar nicht sichtbar sind und das wollen wir dann wahrscheinlich nicht. Aber wir machen jetzt erst nochmal unsere Waffen fertig. Jetzt müssen wir halt hier noch irgendwie Velocity angeben. Und jetzt könnten wir zum Beispiel auch hier eine Waffe in der Mitte machen, die irgendwie langsamer schießt. Und die hier schießen auch langsamer. Also wie schon gesagt, das mache ich immer ganz gerne, dass ich Systeme sehr wenig hardcode. Vor allem ist das dann sehr praktisch, weil wir einfach bei den Gegnerschiffen quasi genau das gleiche machen können. Wir geben denen auch einfach wieder ein Model, dann können wir unsere NPC-Script draufpacken, geben denen Waffen und sagen, die sollen nach unten schießen. Ja, das werden wir dann aber halt später noch irgendwie ausbauen. Aber jetzt können wir hier schon mal schießen und das ist ja dann ganz lustig. Nächstes Video, weiß ich noch nicht genau, was ich da mache, das überlege ich mir noch. Wir werden dann später noch ein bisschen interessantere Projektile machen, wie irgendwie Lenkraketen und, keine Ahnung, Laser oder so, also so Strahlenlaser und so einen Scheiß. Ja, aber ich hoffe, das haben alle verstanden. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.